den wir hier hören. Lovely gentlemen, Dave. Ist von zwei Menschen, Dave und Leaf. Im Fahrplan hat man vielleicht Mo gesehen, aber das wurde geändert. Dieser Talk ist von David Stanton und Leaf und der Titel ist Die Einführung zu Mixed Networks und der Katzenpost. Und es geht um Mixed Networks und wie sie funktionieren. Der Talk ist übersetzt von C3 Lingo. Ihr findet uns. Ihr könnt uns Feedback hinterlassen auf Twitter unter @c3lingo oder unter dem Hashtag C3T. Wir sind, keine Ahnung, okay, hört sich nicht an. I'm going to give a brief introduction. David has a lot to say about MixNets. I'm going to talk more generally about anonymous communication. Wir werden jetzt etwas allgemeiner über anonyme Kommunikation reden. The first question I want to ask and answer is what die erste Frage, die wir stellen möchten, ist, was bedeutet anonym überhaupt? Wenn wir in das Wörterbuch gucken, dann sehen wir ohne Namen. Es gibt auch noch andere Bedeutungen, aber alle diese treffen nicht wirklich auf Privatsphäre fördernde Technik zu. Das nächste hier in der Definition ist tatsächlich über Wikipedia. Und da steht, es geht um anonyme Beiträge zu Wikipedia. Bearbeitungen auf Wikipedia, die nicht eingeloggt sind, werden oft anonym genannt. Jetzt nennen sie IP-basierte Änderungen, aber viele Leute nennen sie immer noch anonym. Und das ist natürlich in der Hinsicht sogar schlechter für die Privatsphäre in einigen Hinsichten, weil es hat sogar weniger Anonymität, als wenn man eingeloggt wäre, weil man verschiedene Pseudonyme haben kann. Der Punkt ist, dass sie nicht zueinander korrelierbar sind. Oh, wrong computer. This is an interesting project you can find on GitHub. At github.com/edsu/anon that tracks so-called es gibt das Tool Anon, das anonyme Beiträge zu Wikipedia trackt und loggt und zusammenfasst, vor allem auch zu den Seiten von britischen Parlamentariern. Let's see. So when people talk about also, wenn Leute über Anonymität reden im Kontext von Privatsphäre fördernden Techniken, dann geht es normalerweise um Unverbindbarkeit, was genauer ist, aber immer noch sehr vage, weil es nicht wirklich definiert, was zu was verbunden wird. In der Literatur findet man viele spezifischere Konzepte wie Senderanonymität, Empfängeranonymität, Ortsanonymität und so. Bei denen geht es immer darum, dass andere Leute davon abgehalten werden sollen, Informationen zu anderen Informationen zu verbinden. Es gibt auch den Begriff Beobachtbarkeit und ob man überhaupt beobachten kann, ob jemand eine Nachricht überhaupt gesendet hat oder ob ein Nutzer überhaupt entdeckbar ist, was auch die Verbindbarkeit beeinflusst. Wir reden über diese Fähigkeiten in Threat-Modellen. Es geht da um die verschiedenen Fähigkeiten und was ein bestimmtes Tool verhindern oder beschützen kann. Manchmal sind sie eher schlecht definiert und manchmal sind sie auch ganz gut definiert, aber nicht gut verstanden von den Nutzern auf der Seite der Software. Und wenn man Threat-Modelle anguckt, dann hilft es, sie umzudrehen und nicht darüber nachzudenken, wogegen es schützt, sollte man darüber nachdenken, wogegen es nicht schützt. Wenn jemand Wikipedia bearbeitet und eine Bearbeitung macht, die jemand anders nicht mag, wer kann diese Bearbeitung mit einer anderen Bearbeitung verknüpfen oder zu einer IP-Adresse verknüpfen? Und da gibt es natürlich ein paar verschiedene Entitäten, die diese Verknüpfung machen können. Da gibt es die Bearbeiter von Wikipedia, die Eigentümer und die Leute, die den Traffic zu Wikipedia beobachten, zum Beispiel ein ISP oder der Arbeitsplatz, zum Beispiel in einer Firma. Wenn die Firma diese Bearbeitung anguckt, dann kann die Firma eventuell sehen, wer welchen Traffic innerhalb des Netzwerks gesendet hat.
und was für oder wie viele Daten an Wikipedia geschickt hat. Die können eventuell rauskriegen, wer diese Bearbeitung gemacht hat. Also das wären zum Beispiel zwei Entitäten, die Dinge beobachten können in dieser Interaktion. Aber auch jeder, der eine der Seiten kompromittieren kann, kann sie sehen. Das bekannteste Anonymitätstool heutzutage ist Tor, was hier wahrscheinlich schon viele Leute gehört haben. Da gibt es Bilder wie dieses, die zeigen, wie Tor funktioniert. Da gibt es verschiedene Schichten der Verschlüsselung über diese grünen Linien. Das hier ist ein Bild, das jemand gemacht hat über die verschiedenen Schichten der Verschlüsselung. Es wird ein Pfad gefunden durch das Tor-Netzwerk und man verbindet sich mit dem ersten Sprung und dann wird das weiter verleitet und weiter verbunden bis zum Ausgang und der Traffic geht nur vom Anfang bis zum Ende und man kann nicht die einzelnen Verbindungspunkte sehen und auch andersrum. In einem Usenix-Paper von 2003 geht es um ein Threat-Modell für Tor. Ein lokaler passiver Teilnehmer ist der normalerweise angenommene, die normalerweise angenommene Bedrohung, was damals etwas war, was viel geforscht wurde, als das Tor-Netzwerk noch sehr neu war. Und die sagen, anstatt gegen jemanden sowas zu beschützen, geht es darum, geringere Latenzen zu haben. Und wir werden später darüber reden, warum sie diese Abwägungen getroffen haben. Das wurde damals als sehr unwahrscheinlich angenommen und heutzutage sieht man aber, dass es sehr viele Orte gibt, wo Daten durchfließen und die definitiv nicht nur passiv mithören, sondern auch aktive Attacken ausführen. Und es gibt nicht wirklich ein allgemein nutzbares Anonymitätssystem, das gegen diese Beteiligten schützt. Aber es gibt auch wesentlich schwächere Beteiligte, die eventuell tun können, was Tor verhindern möchte. Der zweite Teil des Threat-Modells erklärt, dass es nicht nur um globale passive Teilnehmer geht, sondern auch um aktive. Everybody can see one end of the connection. You can see. Jeder kann ein Ende der Verbindung sehen, wie zum Beispiel, wann ein Blogpost gepostet wurde oder wann eine Wikipedia-Bearbeitung gemacht wurde. Und wenn man zurück zu dem Beispiel mit den Site-Admins oder jemandem, der deinen Traffic beobachtet, wie ein ISP oder ein Arbeitgeber, die können eventuell immer noch sehen, wer einen Kommentar auf einen Blog gemacht hat, selbst wenn man Tor benutzt. Selbst wenn sie nichts außer deine Verbindung beobachten können. Das ist natürlich nicht vorteilhaft. Und sage ich jetzt, dass wir Tor nicht benutzen sollten? Da gibt es hier noch eine andere Slide, die darum geht. Da geht es darum, warum überhaupt Tor benutzen. Und da gibt es natürlich auch andere Gründe für. Und ich empfehle auf jeden Fall, dass Leute es für viele Dinge benutzen. It provides location was es bringt, ist Ortsanonymität, es bietet Browsing-Anonymität. Und ein Einzelhop-VPN kann natürlich auch davor schützen, aber ist wesentlich schwächer. Und weil die Anonymität ist wesentlich schwächer und der VPN ist ein einziger Punkt, der scheitern kann. Und der auch wiederum alle Eingangs- und Ausgangspunkte für Daten sehen kann. Wohingegen Tor ist nicht fähig, gegen etwas zu tun gegen Leute, die beide Enden der Verbindung sehen können, aber es ist immer noch wesentlich besser als viele andere Tools für generelle Anonymität. Der Tor-Browser hat auch großartige Track-Schutz-Features. Aber wir hätten gerne etwas noch Stärkeres. So, jetzt geht es um Mixed Networks. Mixed Networks wurden vorgestellt in 1997. Das erste Paper kam raus in 1981. Es ging um unverfolgbare elektronische Nachrichten
Also, wie funktionieren Mixnetzwerke? Sie sind so ähnlich wie Tor, sie haben verschiedene Schichten der Verschlüsselung. Der große Unterschied ist, dass sie die Nachrichten auch umsortieren. Die Nachrichten von fixer Länge gehen in einen Mix und da wird eine Schicht der Verschlüsselung entfernt und neue Nachrichten kommen raus in einer anderen Reihenfolge, die bitweise verknüpfbar sind. Das heißt, der Mix hier, der kann die zwar noch verknüpfen, deswegen will man mehrere Mixe, aber man kann über das ganze Netzwerk auch nachdenken als ein großer Mix. Nachrichten gehen rein und Nachrichten gehen raus und man kann darüber nichts erklären. Ich gebe mal jetzt weiter an David. Okay, so Leaf mentioned ja. Wir haben dieses Mixnetzwerk sendet keine Nachrichten weiter, bis es 4 Nachrichten gesammelt hat. Und wenn es die rausschickt, dann ist die Chance nur 25%, dass sie mit einer der Eingangsnachrichten verknüpft werden kann. Also wir benutzen das tatsächlich und wir haben da verschiedene Schwellenwerte von Tausend oder Millionen Nachrichten, sodass es der noch viel verkleinert werden kann. Zum Beispiel, also wir benutzen wir werden über die Katzenpost sprechen. Nachrichten kommen rein oder raus zu zufälligen Zeiten und Nutzer können diese Verzögerung zu einem selbstgewählten Wert einsetzen und lass uns hier über die Architektur sprechen. Wir haben hier öffentliches Schlüsselmaterial, also verschlüsselte Pakete, die wir in das Mixnetzwerk reinschmeißen und Mix Minion, was ein Projekt war, bevor es das Tor-Projekt gab. Sie hatten so ein Schlüsselsystem, ähnlich wie das Tor-Netzwerk. Also Katzenpox verwendet ein System, was ähnlich ist wie Tor, aber wir wollen in der Zukunft das Design nochmal verbessern. Im Moment ist es noch nicht so fehlertolerant, aber es ist immerhin schon mal dezentralisiert. Sobald Clients Zugang zu dem Schlüsselmaterial oder zu den Connection-Protokollen, Verbindungsprotokollen bekommen, können sie diese. Das ist ein tolles Paper, was eben diese Mix-Strategien diskutiert. Hier gibt es viele, viele Informationen über die Vor- und Nachteile. Kompromisse man daraus in Kauf nehmen muss. Aber worum es immer geht, geht immer um die Latenz und Messages through the network as ja, Tor sendet Nachrichten so schnell wie möglich durch das Netzwerk, weil Tor Zellen routet, die Teile eines Strings sind. Ich möchte dabei sprechen, welche Angriffe und welche Verteidigungsmechanismen es gibt. Und es gibt vieles, was wir abdecken müssen. Deshalb habe ich überlegt, ich dachte, ich spreche einfach schneller, damit es halt hier besser vorangeht. Die meisten Sachen, über die wir heute sprechen werden, treffen auf alle Netzwerke zu, nicht nur auf Mix-Netzwerke. Also es ist ziemlich nützlich. Aber diese eine anonyme Attacke ist sehr spezifisch für Mix-Netzwerke, um die mal kurz zu beschreiben. Wenn irgendeine Entität verschiedene Router kontrolliert, aber nicht das Mix-Netzwerk, wenn diese Nachricht im Mix-Netzwerk sehen, dann können sie ihre eigene Nachricht ins Mix-Netzwerk schicken, damit diese Schwellenwert überschritten wird und dann die Nachrichten ausgeschickt werden und Wenn sie dann sehen, welche Nachrichten rauskommen, können sie sehen, welche Nachrichten sie wiedererkennen und welche nicht. Und die Nachricht, die sie nicht wiedererkennen, war offensichtlich die reingegangen ist. Aber es würde halt eine Vielzahl an Routern erfordern, um das Netzwerk komplett zu kompromittieren. Das ist eine mögliche Angriff und die wird eine N-1-Attacke genannt und es gibt viele, viele Variationen davon. Und viele, viele Ideen, wie man sie an verschiedene Typen von Mix-Strategien anwenden kann.
Katzenpost ist basiert auf ja, vielen Designmethoden aus unserem Paper, wo auch die Poisson Mix-Strategie drunter ist. Also wir können halt, wir können die Latenz ein bisschen ja, erniedrigen, wenn wir. Was ich hier an der Stelle gerne sagen würde, ist, dass das ursprüngliche Mix-Netzwerk waren Projekte, die in den Anfang der 2000ern, und da gab es viel Latenz, also zum Beispiel E-Mails senden, was viel Latenz hat und deshalb nicht sehr nützlich für Anonymität. Über die Dekaden hinweg wurden da viel, viel Nachforschung angestellt und wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir an viel, viel geringerer Latenz ankommen und trotzdem noch eine große Anonymität gewährleisten können. Ja, ich wollte das auch erwähnen. Ich dachte, ihr hättet das später. Na gut. Also da gibt es dieses Paper über diesen Anonymität-Kompromiss. Es gibt drei Sachen, die man haben will. Viel, viel Anonymität, wenig Latenz und wenig Overhead, also wenig Tor ist auf der wenig Overhead, wenig Latenz-Seite, also wenig Anonymität. Mix-Networks haben ein bisschen mehr Overhead, haben ein bisschen mehr Abdeckungstraffic, aber deshalb auch viel, viel stärkere Anonymität. Ja. Also in diesem Loopix-Modell, lass uns jetzt nicht über diese M-1-Attacken sprechen. Da sind einige Schritte, die sich kaskadieren und in diesem Paper, was 1998 veröffentlicht wurde, wird diese Cascade-Technologie besprochen. Aber eine interessante Sache zwischen Tor und den Mix-Networken ist, dass Tor hat viele, viele Noten, viele, viele Knoten und deshalb ist es ziemlich unvorhersehbar, wie geroutet wird. Im Mix-Netzwerk sind wir davon nicht abhängig. Also man kann auch mit 4 Hops arbeiten, man kann trotzdem schon starke Anonymität gewährleisten für die Nutzer. Es skaliert zwar dann nicht so gut, es hat zwar dann keine hohe Verfügbarkeit, aber es würde trotzdem die Anonymität geben. Und ja, die Idee, Leute dachten, dass FreeRoute eine gute Idee wäre im Gegensatz zu Cascade. Also FreeRoute ist eine Topologie, bei der man kann einen Pfad machen, der von jedem Relay zu jedem anderen Relay geht. Also man kann seinen Pfad komplett frei wählen. Einer der Nachteile davon ist, dass wenn alles eine Nachricht an Bob sendet und Bob sendet eine Nachricht zurück an alles, dann und wenn sie dieselben 3 Relays nehmen, aber in einer verschiedenen Reihenfolge, dann könnte man die Nachricht mitschneiden und die Nachricht und die Quelle der Nachricht wäre der unterscheidende Faktor und deshalb ist es wichtig, dass die Gruppen von den Knoten getrennt sind, sodass es keine Schnittmengen gibt. Diese Akademiker sind mit einer neuen Topologie an den Start gegangen und das ist die Mixed Layer Topologie. Hier haben wir ein Diagramm mit 3 Ebenen. Und die sind nummeriert von 1 bis 3 und die Knoten können immer nur zu der nächsten Ebene nach rechts senden. Und in Katzenpost und in Loopix haben wir Providers am Ende, das ist eine Supergruppe von einem Mix, die können auch die Nachrichten in eine Warteschlange reintun und so und haben mehr Kontrolle. Aber es gibt nach wie vor andere Ansätze, zum Beispiel Also wenn es einen kompromittierten Mix auf jeder der Ebene gäbe, dann je mehr Nachricht man sendet, dann würde man eine neue Route für jede Nachricht senden, die man sendet und wenn man Pech hat, dann tatsächlich eine blöde Route verwählen. Also eine böse Route ist dann der Fall, wenn jeder Knoten in dem Mix kompromittiert ist, dann haben wir verloren. Also verloren haben wir dann, wenn man Verbindungen zwischen Sender und Empfänger herstellen kann. Also wir können einen anderen Ansatz wählen, um damit umzugehen. Dann gibt es noch die Compulsion-Angriff. Wenn wir hier verschiedene kaskadierende Technologien haben, dann kann man die mit dem... Also wenn man jetzt den Clients erlaubt,
eigene Routen auszusuchen, dann dürfen die natürlich keine auseinanderhaltbare Charakteristiken haben für Attacken. Deswegen ist wahrscheinlich dieses Protokoll nicht so gut geeignet für die Verteilung übers Netzwerk. Deswegen haben wir eine PKI, die die Einigungsdokumente über das ganze Netzwerk aufteilt, sodass jeder eine gemeinsame Einigung hat über den aktuellen Status des Netzwerks und welche Routen gewählt werden können. Und das gilt nicht nur für gemischte Netzwerke, sondern auch für Tor und I2P und andere Kommunikationssysteme, die gegen Fingerprinting-Attacken routen. So, aber die wichtigste Attackenkategorie, die wir gegen die wir uns schützen wollen, sind Statistical Disclosure Attacks. Also es ist wichtig, gegen diese statistischen Attacken einen Schutz dagegen zu haben, und wir wollen einen teilweisen Schutz gegen Überschneidungsattacken haben. Also wir betrachten das ganze Netzwerk als einen großen Mix, wo es Eingangs- und Ausgangsnachrichten gibt, und wenn wir jetzt denken, alles 1 geht aus, dann kann man vielleicht sehen, dass Bob 1 und 2 20% weniger Nachrichten kriegen. In dem Fall ist jetzt auf jeden Fall sichtbar, dass bestimmte Nachrichten verloren gegangen sind und quasi abgegriffen werden können. Solche statistischen Attacken gelten für alle Nachrichtensysteme, und alle Nachrichtensysteme verlieren darüber so ein paar Informationen. Und wenn jetzt Clients direkt Nachrichten aus dem Mix-Netzwerk empfangen, dann kann ein passiver Beobachter alle sehen, dass jede Menge Clients Nachrichten in das Netzwerk reinschicken und welche, die rauskommen, und können dann über lange Zeiten statistische Aussagen treffen darüber, welcher Client eventuell mit welchem anderen Client redet. Wenn wir jetzt aber die Kanten des Netzwerks mit Providern ersetzen, die ganz viele Queues für jeden einzelnen Client haben, dann sind die statistischen Nachrichten, die hier auf der Client-Seite ausgehen, wesentlich geringer. Also wenn jetzt jeder Provider ungefähr 10.000 Nachrichten-Queues hat, dann würde das wesentlich weniger Informationen lecken. Die benutzen in manchen Systemen dafür ein Traffic-Padded-Protocol. Das heißt, wenn jetzt eine Person hier eine Nachricht in seiner Queue hat, dann wird die verlängert, um sie ununterscheidbar von anderen Nachrichten zu machen. Da gibt es eine Menge Literatur zum Thema. Wir benutzen das Sphinx-Paket-Format. Es ist spezifisch für Entschlüsselungs-Mix-Netzwerke gedacht, aber es wurde auch für Niedriglatenz-Systeme benutzt. Sphinx wurde entwickelt als ein Ersatz für das Paketformat in Mixminion und wurde aber als solches nie komplett eingesetzt. Wir haben eine etwas modernisierte Version davon in Katzenpost, wo wir modernere kryptografische Primitive benutzen. Und ich habe jetzt nicht komplett Zeit, über all die technischen Details zu reden, aber da wir keine interaktive, beidseitige Kommunikationskanäle haben, benutzen wir die Sphinx-Pakete, so dass sie verändert werden, während sie durchs Netzwerk fließen. Und wir haben also keine Forward Secrecy Sicherheit. Wir sind also verwundbarer gegen Kompositionsattacken. Und in der Hinsicht ist Tor tatsächlich sicherer als Max-Netzwerke. Wenn wir über Overlay-Netzwerke reden, dann geht es meistens um das Wire-Protokoll zwischen den einzelnen Maschinen im Netzwerk. Und wir reden aber auch von der Verknüpfung der verschiedenen Mixer untereinander. Und in Tor benutzen sie TLS, und in unserem Netzwerk benutzen wir ein anderes kryptografisches Protokoll. Wenn wir jetzt mal den kryptografischen Link-Layer ignorieren und wenn man jetzt mal Tors Traffic, ein Tor-Handshake abfängt und eventuell die Polizei einen Tor-Relay-Operator davon überzeugen kann, dass er diese eine Schicht entschlüsselt, dann wäre das sehr schwierig in Mix, weil die Schlüssel die ganze Zeit
immer wieder zerstört werden. Und in Mixnetzwerken gibt es die Möglichkeit, solche Attacken durchzuführen. Dazu eine Klarifizierung. Eine Compassion Attack hier ist möglich, weil Mixe einen festen Schlüssel benutzen müssen. Also man macht nicht eine neue Sitzung wie in Tor für jeden einzelnen Hop, sondern bevor man seinen Request durch Tor schickt, findet ein kleiner Handshake mit einem Diffie-Hellman statt, bei dem ein neuer Schlüssel erstellt wird, der nach dem Ende des Streams wieder weggeworfen wird. Und in Mixnetzwerken gibt es das nicht. In Mixnetzwerken ist jede Nachricht ein einzelnes Ding und deswegen kann man diese Schlüssel nicht wegwerfen, weil man die gelernt hat und danach benutzen muss als aktuellen Key. Und deswegen werden die Schlüssel rotiert. Und in diesem Intervall aber während des Rotationsintervalls sind diese Compassion-Attacken möglich, wo man eventuell einen Node davon überzeugen kann, eine bestimmte Nachricht zu entschlüsseln. Hier ist Key Ratio die Hauptverteidigung, die wir bieten können. Da gab es in 2002 ein Paper. Da kann man einen bestimmten Mix-Key benutzen und den direkt löschen, nachdem ein Paket durchgeht, aber dafür muss man dann auch wieder mehr Metadaten in den Mix hinzufügen. Und das ist auch wieder ein Trade-off. Also, wenn man einerseits halt wieder Metadaten verliert und andererseits wird der Schlüssel aber früher zerstört. Da hatten wir am Anfang die Schlüsselrotation zu 3 Stunden gesetzt. Am Anfang hatten wir es aber sogar eventuell noch viel niedriger. Da gibt es noch andere teilweise Schutze gegen Compassion-Attacken. Da gibt es verweigerbares Routing und mehrere Pfade-Routing. Und da möchte ich jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen, aber ich wollte erwähnen, dass es andere Möglichkeiten und Gedankenpfade gibt, die man in Betracht kommen. Dieser Mann ist einer der Autoren dieser 2 Papers und ich habe ja vorhin die Multikaskaden-Topologie erwähnt. Es hat damit zu tun in dem Sinne, dass wenn man eine Nachricht durch das Mix-Netzwerk schickt mit einer neuen Route für jeden Hop, dann möchte man nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit der gleichen Route wieder erhöhen. Und deswegen in Mixnetzwerken ein Mixnetzwerk ist ein Overlay-Netzwerk und was das heißt, ist, wir benutzen IP, wir benutzen IPv4, wir benutzen TCP und wir fügen dazu noch einige Protokolllayer hinzu, sodass wir eigene Fehlerkorrekturen und Wiederholungsstrukturen haben und solche Dinge. Und Trevor Perrin, der hat uns geholfen, der hat unser Kabelprotokoll entwickelt, das basiert auf dem neues kryptografischen Protokoll-Framework und der war auch sehr hilfreich darin, Dinge zu kommunizieren und auch jemand war involviert in einem Verschlüsselungsformat, das auch quantensicher ist. Dank diesen Menschen. Jetzt kommt das Anonymitätstrilemma, die Abwägung zwischen diesen 3 Faktoren, die wir vorhin genannt haben. In Katzenpost und in diesem Netzwerk im Generellen werden Clients Prozesse aggregieren und senden Traffic, der sowohl echten Traffic mit Fake Traffic gemischt hat. Und der Grund dafür ist, dass wir dann das Mix-Netzwerk perfektionieren können, indem wir Parameter in der PKI ändern und
Wir können also den Traffic zu den einzelnen Parametern anpassen und dann sieht der Traffic von allen Beteiligten ungefähr ähnlich aus. Und da gibt es dann wieder eine Abwägung dazwischen, wie viel Fake-Traffic geschickt wird und wie viel Latenz es gibt und die Stärke der Anonymität. Und das Tuning-Problem ist, also hier ist ein Beispiel einer Drop-Nachricht. Alice sucht sich einen beliebigen Provider im Netzwerk aus und der Provider sieht, dass es eine Drop-Nachricht ist und verliert es. Und es wird deswegen auch kein Beobachter am Ziel beeinflussen, sondern es ist nur für einen passiven Beobachter des Netzwerks. Und das hier ist eine Kreislaufnachricht, eine Loop-Nachricht. Und eine Loop-Nachricht in Katzenpost wird an den Loop-Service auch am Zielprovider geschickt. Und das ist ein Antwortblock für die einmalige Nutzung. Und so weiß der Provider nicht Alice's nach Ort im Netzwerk. Der Einzelnutzungsantwortsblock, die grüne Linie, das ist die Route, die Alice gewählt hat und schickt eine Nachricht an den Knoten unten links. Und der Serve, der Single-Use-Reply-Block, der wird zurückgeschickt und der enthält Informationen darüber, wie geantwortet werden kann. Und diese sind aber auch nur nützlich während der Schlüsselrotation wegen der Compassion Attacks. Das heißt, in älteren Mixnet-Designs, die waren etwas menschlicher, aber in unserem Design sind sie mehr für automatische Antworten von Services, wo man nicht den Service nutzen wird, um am nächsten Tag zu antworten, sondern vielleicht sogar noch während der gleichen Schlüsselrotation. Und was man noch dazu sagen sollte, ist, dass da wir Surf mit einer Passant-Technologie benutzen, weiß Alice ungefähr die Zeit, die das Paket einmal im Kreislauf braucht und sie kann daher das künstliche Delay des Roundtrips hinzufügen, sodass sie weiß, dass wenn sie keine Antwort kriegt, dass etwas verloren gegangen ist. Drops, Loops und Lambda P ist die Vorwärtsnachricht durch die Queue. Here we have another diagram where Alice is retrieving a message. Ja, hier haben wir ein anderes Diagramm, wo Alice eine Nachricht abruft von einem Provider. Anstatt mit dem Provider zurück zu kommunizieren, wollen wir mit jemand anderem kommunizieren, irgendwo auf dem Netzwerk, um halt die Verbindung nicht herstellen zu können. Und das Mix-Netzwerk wird als Kommunikationsnetzwerk verwendet, um die Nachrichten abzurufen. Das ist ein ziemlich einfaches Design und es ist einfacher als anders als im Loopix Paper. Das Loopix Paper stellt keine anonyme Kommunikationssysteme vor. Da gibt es nur um die Orts- oder ja, Herkunft verstecken. Wenn Alice und Bob miteinander reden und Alice ist kompromittiert, dann sollte sie nicht herausfinden, von wo Bob sich aus dem Netzwerk befindet. Egal, wie sie es versucht. Also man kann diese Vermittlungsstellen verwenden, um das zu verhindern. Und was ich kurz erklären will, ist, dass wenn Alex Verhalten vorhersehbar ist durch bestimmte Angriffe, wenn sie eine Nachricht von diesem Provider erhält aus dem Netzwerk und die Nachricht ist kompromittiert, dann könnte eine Entität einen Ausfall auf dem Netzwerk hervorrufen und wenn alles dann erneut antwortet, wird es nicht die gleiche Sequenz verwenden und die Entität hat eine positive Rückmeldung, dass alles auf einer bestimmten Hälfte des Netzwerks ist, weil sie einen Ausfall von der Hälfte der Knoten im Netzwerk gemacht haben. Also wenn man ein bisschen Hintergrund im Computer, also Informatik hat, dann kann man sehen, dass dieser Angriff in logarithmischer Zeit erfolgen kann, also logarithmischer Laufzeit. Ja, also das könnte halt Probleme mit der Benutzbarkeit hervorrufen, aber ja. Katzenpost intern ist es halt einfach eine Serie von Warteschlangen, die in einem Ablauf verbunden sind, aber wir haben auch ein Plugin-System, also wir können Dienste dem Netzwerk hinzufügen.
Also wir möchten wirklich zusammenarbeiten mit anderen Entwicklern und ja, die auch einbinden. Und wenn Entwickler dann interessiert sind, ein eigenes Nachrichtensystem zu entwickeln, wir möchten das gerne unterstützen. Also wir haben Nachrichtensysteme, die schon bereits nutzbar sind auf Katzenpost, aber wir möchten natürlich auch neue Nachrichtensysteme unterstützen. Also es kann auch verwendet werden, um Nachrichten zu übermitteln oder Krypto, also Überweisungen in Kryptowährungen zu übermitteln, weil das ja auch einfach nur Nachrichten sind. Und der Autor von Lupix hatte auch ein Paper darüber geschrieben. Man möchte, dass andere Leute die Kryptowährungen über das Netzwerk übermitteln. Also man wird zwar nur mit anderen Leuten im Netzwerk vermischt, aber also warum braucht Zcash das? Es ist zwar schon gibt einem schon Anonymität, indem man Transaktionen nicht miteinander verknüpfen kann, aber es gibt keine Nichtverknüpfbarkeit zwischen Sender und Empfänger, und das kann das Mixnetzwerk geben. Also wenn der Mixnet Zcash Client, können Leute zwar sehen, dass man mit dem Netzwerk verknüpft ist, aber man kann nicht sehen, an wen man gerade sendet und wann. Was ist der nächste Schritt? Wir müssen vielleicht ein paar von diesen Folien überspringen, sonst haben wir keine Zeit mehr für Fragen. Okay. Right, yeah. Ja, also Slides are a bit too much detail. Das ist zu viel Detail gerade, aber dahinter habe ich noch ein paar Empfehlungen für ein paar Paper. Wir werden jetzt einfach mal eben schnell drüber springen. Ja, Moral Character of Cryptographic Works, also der moralische Charakter von kryptografischer Arbeit. Wir möchten, dass andere Kryptografen und Informatiker mehr darüber nachdenken, ja, und nicht einfach nur über ihre Karriere nachdenken und Paper veröffentlichen, die keine Bedeutung haben. Also wir möchten, dass Kryptografen mit uns kooperieren und auch mit anderen Informatikern und ja, praktische Sachen machen, die auch wirklich die Gesellschaft positiv beeinflussen. Ja, er erwähnt Chom 31, also das Paper von 1981 von Chom, 83 Mal in diesem Paper, und also das ist das, was er herausstellen möchte, nämlich, dass wir darüber nachdenken, Metadaten zu schützen, die ja sichtbar sein werden kann. Und dieses ja Null-Kenntnis-Beweissystem. Aber es, ja, also es geht darum, die Metadaten zu schützen, die wir rausgeben. Und ich möchte auch erwähnen, die Autoren vom Anonymity Dilemma Paper, dass es auf deren Webseite veröffentlicht ist, und es wird genannt Beyond Mixnets, also über Mixnets hinaus, also Hybrid-Netzwerke. Die haben einige interessante Eigenschaften für Performance und Sicherheit. Also man kann Mix-Netzwerke verbessern, indem man so ein Hybrid-Netzwerkschema etabliert, auch mit Schlüsselaustausch, mit Offline-Schlüsselaustausch. Das ist auch ziemlich interessant. Das behandelt ja Bedrohungsmodelle für anonyme Benachrichtigungsnetzwerke und welche Privatsphäre-Vorteile man da erwarten kann und wie man das ausdrücken sollte. Ja, das ist im Prinzip unser Talk. Sind da Fragen? Ja, ich werde gleich einige Fragen antworten. Ich freue mich da schon drauf. Der Start dieses Projektes heute ist Katzenpost. David und andere Leute haben schon viel, viel Arbeit reingesteckt. Es gibt Code, den man ausführen kann. Es gibt ein TED-Zwecknück, das von David gelaufen wird. Also es ist jetzt keine Sache, die man heute schon verwenden sollte, es sei denn, ihr wollt damit rumspielen. Und es ist ein ziemlich einfacher, textbasierter Client, und da ist viel, viel Arbeit, die noch gemacht werden muss, aber im Moment ist die Entwicklung viel aktiv. Und und die häufigste Frage ist, was ist dieser Delay? Es ist nicht niedrig genug, um SSL oder sowas einzutippen. David möchte diese Frage nicht beantworten, weil man muss damit rumspielen und Feintuning machen, wie hoch die Latenz sein muss. Aber es ist in der Größenordnung von Sekunden, nicht in der Größenordnung von Minuten. Das ist das, was wir hier erwarten als ja vertretbar. Und die andere Frage, die ich häufig bekomme, ist ja Zensurumgehung. Ja, Tor bereitet diese Onion-Services und ja, um diese Zensuren zu umgehen. Tor hat sich damit schon befasst. Ja, danke für diesen super interessanten Talk.
We do have some more minutes for questions. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. If you like to ask a question, which I would like you to do, then please step up to this lovely gentleman and talk into his microphone. And in the meantime, while you do that, is there a question from the internet? Gibt es Fragen aus dem Internet? Dear Signal Angel, do you have anything for us? That seems to be not the case. Therefore, es scheint keine Fragen aus dem Internet zu geben, daher erste Frage. So, ihr habt damit angefangen, dass Tors Threat-Modell nicht für einen globalen Angreifer ist und es klingt so, als würden die Mix-Netzwerke auch gegen, und ihr redet auch von Compulsion Attacks und da geht jetzt nicht von einem globalen Angreifer aus. Also im Katzenpostmodell hat die empfangende Seite von Nachrichten ist der Provider. Das heißt, falls man jetzt einen statistischen Angriff machen will mit einer großen Menge statistischer Informationen, dann ist es hilfreich, die Provider anzugreifen. Die andere aktive Attacke ist die N-1-Attacke, wo man die Mix-Strategie attackiert. Und da haben wir teilweise Verteidigung gegen, aber es ist immer noch im, es ist nicht eine komplette Verteidigung. Ein Aspekt des Loopix-Designs ist, dass die individuellen Entitäten Loops schicken und die könnten eventuell entdecken, ob eine N-1-Attacke stattfindet. Und wenn bestimmte Nachrichten, die durch ein Relay gesendet werden, nie zurückkommen, dann könnte man sehen, dass das passiert und was man dagegen machen kann, ist eine offene Frage. Aber die PKI-Operatoren, die da die Autorität haben, die könnten Policies haben, die zum Beispiel ein Relay aus der Kommunikation ausschließen, weil von da aus ein Attacke ausgeht. Also die Compulsion-Attacke ist die andere Attacke und da haben wir das Problem in Mixed Networks, weil wir nur einen echten Hop haben, haben wir da so eine Semi-Verteidigung gegen im Design. Nächste Frage. Noch eine Frage zum Threat-Modell. Threat-Modelle können nicht unbedingt bedeuten, dass sie strikt stärker oder strikt schwächer sind. Maybe David can say something about that. About stronger versus weaker threat models. Über stärkere oder schwächere Threat-Modelle? Ja, weil die vorige Frage über Compulsion Attacks war, wo Tor quasi besser ist. Okay, also das ist ein schwieriger Vergleich, weil Tor ist brechbar durch wesentlich schwächere Angreifer, aber es ist wahr, dass für bestimmte starke Angriffe Mix ein wenig schwächer ist. Aber da können wir das Zeitfenster, in dem diese Attacke stattfinden kann, sehr klein machen. Und eine andere Verteidigung dagegen ist, dass wir alle unsere Mixe in unterschiedliche Kontinente und unterschiedliche Länder tun können, um es wirklich schwierig zu machen für den Angreifer, den Pfad des Pakets durch das Netzwerk zu verfolgen. Aber ja, da kann man mal sehen, dass man nicht immer sagen kann, dass Threat-Modelle wirklich stärker oder schwächer als andere sind. Die sind halt besser oder schlechter in verschiedenen Dimensionen. Yes, please. One more question from the audience microphone or a remark. Eine weitere Frage. Just to say, because a global passive adversary, there was also some question about ein großer passiver Angreifer kann normalerweise Dinge einfügen und verzögern. Thanks a lot for your remarks. David, would you like to respond? I mean, we pretty much covered the active adversary. Ja, also den aktiven Angreifer behandeln wir ja in den N-1-Attacken. Es gibt noch andere Attacken, die stattfinden können und wir haben zum Beispiel auch keine Verteidigung gegen die Service-Attacken, da haben wir auch wieder teilweise Verteidigung gegen. Aber ja, gibt es noch eine andere Frage? Wir fragen, was ist
eure Meinung über Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Einer der größten Nachteile von Tor ist ja, dass es einfach zu langsam, um es auf einer täglichen Basis zu nutzen. Und es wäre wesentlich sicherer, wenn jeder es auf einer täglich nutzen könnte, ohne die großen Nachteile. So, also das lässt mich über einige Dinge nachdenken, mit denen ich antworten könnte. Solche Netzwerke tendieren dazu, nicht wirklich niedrige Latenzen zu haben und eher mittlere Latenzen und teilweise sogar hohe Latenzen. Aber wir denken, dass Mixnetzwerke eigentlich sehr effizient sind für große Skalierung, mehr als Tor eigentlich, insofern als dass wir nicht das ganze Netzwerk mitskalieren muss, sondern wir brauchen eigentlich nur genug Nodes, um den Traffic zu behandeln. Im Moment haben wir zwei wichtige Operationen pro Sphinx-Paket und natürlich gibt es ein bisschen Rechenkraft-Overhead, aber allgemein skaliert es wesentlich sehr gut, bis in die Millionen. Und ja, es wird wahrscheinlich nicht geeignet sein für Videokonferenzen, es wird nicht sehr hohe Bandbreiten erlauben. Vielleicht hohe Bandbreiten würden funktionieren für eine Weile, aber es wird kein System sein, um in Echtzeit zu browsen, sondern man könnte das System benutzen, um einzelne Dinge runterzuladen oder es ist nicht gedacht als Ersatz für Tor, was allgemein für TCP-Connections gedacht ist, wo man davon ausgeht, dass man eine niedrige Latenz hat. Eine andere wichtige Sache ist, dass Tor Ausgangsnodes hat und Mix-Netzwerke haben nicht wirklich Ausgangsnodes ins Rest des Internets. Da könnte man natürlich Nodes machen, die Web-Content für einen Nutzer empfangen. Aber ja, wir kontrollieren das ganze Netzwerk und wir können. So, it's one of the advantages. Thank you for this. Ja, danke für diese Antworten. Haben wir jetzt Fragen aus dem Internet? That is not the case. Nein, das ist nicht der Fall. Okay, dann einen großen Applaus für diesen sehr interessanten Talk.